Ja, ich wollte schon immer mal was zu Kaninchenfutter sagen. Ich habe ja auch so ein paar Häschen. Und einfach, also ja, einfach aus dem Grund habe ich sie mir zugelegt, um ja, das viele Futter, was man hier so hat, also was beim normalen Gemüseanbau nebenher abfällt, um das irgendwie besser zu nutzen. Ne? Ist ja schade drum. Ich hatte jetzt vorhin gerade ein Video darüber gemacht, über den Gemüse. Garten im Herbst, Winter, also über diesen Spätanbau. Ja, das steht, das ist jetzt, also jetzt haben wir den Monat November und da ist ja noch alles voll bestellt im Garten. Ne? So, naja, und da habe ich jetzt noch, ich würde mal sagen, bis Weihnachten spätestens, kann ich ja jeden Tag Grünfutter aus dem Garten rausholen. Ne? Ich zähle es mal ganz kurz auf. Ja, hier vorne habe ich schwarzen Rettich, ne? Die Blätter werden sehr gern gegessen. Daneben steht die Mairübe, ne? Also schwarzer Rettich und Mairübe, die sind jetzt fast erntereif. Ja, von beiden schneide ich Blätter. So, hier Staudensellerie, die Blätter essen sie auch ganz gerne. Hier hinten Zichorien, das ist dieser Zuckerhut, ne? Das ist ein super Herbstsalat, den habe ich bisher viel zu wenig angebaut, werde ich jetzt öfters machen. Der wird nicht so super gern gegessen, aber da kann man immer mal ein Blatt mal dazwischen reinmischen. Hier ist er, ne? Wird eigentlich noch viel höher. Der ist jetzt auch irgendwie krank geworden. Hier ist nochmal eine schönere Pflanze. Ja, ich hatte jetzt irgendwie hier diesen Chinakohl gehabt. Den haben irgendwelche Insekten oder weiß nicht, irgendwelche Larven oder irgendwelches Viehzeug hat hier halt den wunderschönen Chinakohl abgefressen. Der Chinakohl hat dann auch irgendwie so eine Pickel hier gekriegt, solche Flecken am Blatt. Und die haben sich dann irgendwie auf diese Zichorien übertragen. Ja. Ja, man sieht es schlecht. Gut, ich will weitermachen. Ja, ich habe auf jeden Fall ganz viel verschiedene Sorten Blätterkohl, also Kohlarten hier im Herbst. Die ich natürlich auch abwärme. Das ist einmal Grünkohl, super für den Herbst Romanesco und Brokkoli. Hier ist mal dieser Romanesco, der ist mir jedes Jahr sehr gut gelungen bisher. Ja, man kann ja diese blumenkohlartigen Blumen halt rausernten und ja, und der Romanesco bildet Riesenpflanzen und hat Riesenblattmasse, wie gesagt, das müsste sonst alles nur weggehauen werden. Ja, hier habe ich Wurzelgemüse, Schwarzwurzel, Pastinaken, Möhren, hier ist nochmal Pastinake. Ja, also wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel die Pastinaken einzeln verfüttert, die Blätter, da gehen sie nicht immer so ran, die Kaninchen, aber wenn man das mischt und auch die Schwarzwurzelblätter, ne? Wenn ich mache ja jeden Tag einen Mix aus dem ganzen Spaß hier und das fressen sie super gern. Ne? Ja, übrigens auch die Blätter von den Himbeeren hier, das sind Herbsthimbeeren. Ne? Und jetzt noch im November zu ernten, das ist irgendwie das Lieblingsfutter, ne? Die Blätter hier, der Häschen. Kann man noch bis Weihnachten jetzt die Blätter hier abgeben. Ja, ja. Super. Okay, hier habe ich noch ein paar rote Rüben, Schwarzwurzel, ja, wie gesagt, Kohl. Ja, hier ist auch dieser von vielen zu viel gelobte Beinwell. Ja, wie gesagt, da wird wohl als Futter wird er gern genommen, aber nur spätestens bis zur Blütezeit. Die Blätter fressen sie auch nicht so gern, aber wenn ich jetzt hier, also in meine Futtermischung, die ich mache, so ein paar junge Blätter mit reinmache, und verfüttert sind die nächsten Tagen halt auch mit weggefordert. Ne? Hier hinten, hier habe ich übrigens noch unter dem Pflaumenbaum, hier habe ich noch ein Neuseeländer Spinat, der ja beim ersten Frost kaputt geht, aber jetzt ist er noch da. Aber der hat jetzt im Herbst hier, hat er ordentlich Blattmasse gemacht und die werden also im Mischfutter, wie gesagt, auch sehr gern mitgegessen. Ne? Auf jeden Fall erwähnenswert, Apfelbaum, Blätter und diese Wasserschosse, die man hier drin hat, jetzt sind allerdings die Blätter ab, also diese Wasserreiser, da nagen die
die tierischen dann auch die Rinde mit ab, was sehr gesund ist. Wie gesagt, und hier, man kann jetzt auch Blätter abmachen. Vom Apfelbaum, Aprikosenbaum übrigens auch. Ne? Ja, also das wäre es erstmal so viel, wie gesagt, zum Gemüsegarten, der gleichzeitig ein Riesenarsenal an Kleintierfutter also mitwachsen lässt. Ne? Und es wäre eigentlich Blödsinn, das ungenutzt zu lassen. Ne? Und so, hier habe ich mal... Moment, ich muss auch mal hier was reingeben. Das sind übrigens Süßkirschenblätter vom Süßkirschenbaum. Ja. Also wie gesagt, das ist hier so diese Futtermischung. Diese Kleintierfuttermischung, die ich mache. Und naja. Man sieht. Man ist begeistert. Beziehungsweise Frau. Das ist ein Häsin. Und die hat hier bei mir auch ordentlich Platz. Also,